Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und heute wollen wir wieder mal schauen, wie können wir unsere Produktion an Fläschchen boosten. Und der erste Schritt ist immer ein Blick auf unsere Forschung, welche Fläschchen denn am meisten Probleme haben. Und es sind die gelben und die roten. Und wenn wir da bei der Produktion schauen, das liegt daran, dass kein Kupfer kommt. Und dass hier wieder ein volles Band oder vier volle Bänder kommen. Das liegt daran, weil ich erst kürzlich hier oben eine zusätzliche Schmelze hinzugefügt habe. Denn die unteren beiden, die standen völlig still, da das Kobaltoxid hier oben vollgelaufen ist. Das heißt, nur diese Schmelze hat dann noch Kupfer produziert und das war einfach nicht ausreichend. Drum haben wir hier jetzt eine zusätzliche Schmelze dran, die hier direkt auf die Kupferbänder den Output legt, aber hier mit der Bedingung, dass wir nur Kupfer durchlassen, wenn hier ziemlich voll ist. Und das muss jetzt erstmal wieder etwas anlaufen und dann können wir sehen, wo es denn hapert, nachdem wir die Kupferknappheit beseitigen konnten. Nun, da wir wieder Kupfer haben, stauen sich auch unsere gelben und roten Flächen und wir sehen, das nächste, wo es knapp ist, sind die blauen. Darum gehen wir hier mal dem Förderband entlang, um festzustellen, warum das denn so sein könnte. Und hier sind alle Bänder voll, bis auf die roten Schaltkreise. Die roten Schaltkreise Wieso produzieren die nicht? Weil wir hier zu wenig Kupfer haben. Vielleicht ist es an der Zeit, hier das Kupferband, wie wir das kürzlich für das Eisenband gemacht haben, auf Rot abzudaten, so dass wir hier mehr Durchsatz haben, denn bereits hier, wo wir die roten Schaltkreise produzieren, da sehen wir, die vier Bänder, die sind doch recht mit Lücken besetzt. Und wenn wir zumindest bis hier mit Rot das updaten können, müssen wir dann an dieser Stelle hier ein volles Band rausziehen können. Oder fast ein volles Band. Mit dem Upgrade auf rote Förderbänder hier bei Kupfer sieht es so aus, als ob wir hier nun zumindest für den Moment genügend rote Schaltkreise produzieren. Und das heißt, hier laufen auch alle Maschinen, aber wir sehen, die blauen, die werden hier gleich weggeatmet. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich mehr Produktion. Das heißt, wir graden alle Maschinen auf den nächsten Level ab. Und machen das nochmals. Und dann müssen wir wahrscheinlich schauen, wie es denn so mit den Inputmaterialien aussieht. Denn die könnten da dann ausgehen und
Schwefel scheint ein bisschen knapp zu sein. Und Schwefel ist immer so eine Sache, denn Schwefel stellen wir hier unten hier. Und das hier ist immer so ein Balanceakt zwischen den verschiedenen Ölsorten und Gasen. Und was ich schon mal gemacht habe, ist, ich habe hier auf dieser Seite zwei Maschinen umgestellt für Schwefel statt Schwefeldioxid, und das scheint zu helfen. Und hier haben wir auch nun ein großes Array an Schornsteinen, wo wir einfach das Flüssiggas in die Luft blasen, sodass wir sicherstellen können, wir haben hier immer etwas Platz in den Tanks, sodass wir hier nicht volllaufen, was aber trotzdem passiert ist. Vielleicht machen wir hier einfach mal ein Upgrade auf die schnellsten Chemiefabriken. Dadurch sollte mehr vom Leichtöl in Flüssiggas konvertiert werden und der Ölstand hier in diesen Tanks abnehmen. Aber so wie es aussieht, sind es die Motoren, von denen wir hier zu wenig haben, weil wir hier zu wenig Input-Materialien haben. Und das könnte daran liegen, dass das Förderband dann einfach zu langsam ist. Machen wir hier ein Rundum-Update. Und schauen uns das mal an. Es bekommen mehr Maschinen die Rohre zu greifen. Aber die Frage ist, kommen sie bis ganz nach oben hin? Was ganz nach oben? Es braucht immer ein Weilchen, wenn die Förderbänder leer gelaufen sind und die ganzen Maschinen keine Reserven mehr haben, muss man ein bisschen warten, bis man da eine vernünftige Einschätzung machen kann. Denn alle Maschinen, die vorher am Band liegen, die werden sich zuerst Materialien greifen. Und es sieht fast so aus, als hätten wir hier mit den Zahnrädern Probleme, weil wir zu wenig Eisenplatten reinbekommen. Scheint ein, durch das, dass wir hier einen langen Greifer haben, ist das möglicherweise ein Problem. Und dann brauchen wir hier wahrscheinlich ein schnelleres Förderband, dass wir etwas mehr Eisen da durchbringen.
können wir hier mal noch auf Blau und Rot updaten. Wir machen Blau vielleicht bis hier hoch. Das sollte dafür sorgen, dass nun all diese Maschinen mit Materialien versorgt werden. Und hier beginnen sie sich zu stauen. Aber vielleicht brauchen wir hier einfach ein bisschen ein schnelleres Förderband, damit die auch bis zum Ende durchlaufen. Und dann produzieren all unsere Maschinen Blaufisch. Wie sieht es denn so mit der Produktion aus in den letzten 10 Minuten für die Blauen? Da sind wir bei 1,6K. Die Blauen, die sind am Steigen. Und wenn wir das halten können, dann sind wir da, wo wir sein wollen. Denn wir wollen 240 Flächen die Minute haben. Das sind 4 die Sekunde. Und da ist dann effektiv die Frage, können wir das langfristig bewerkstelligen. Wir sehen immer noch, dass die blauen Flächen hier nicht bis ganz ans Ende kommen, aber das gleiche gilt für Rot. Das Problem bei Rot, Greifarme. Da haben wir zu wenig Inputmaterialien. Und möglicherweise ist das einfach eine Frage von der Greifergeschwindigkeit. Aufs Band. Das führt definitiv dazu, dass wir mehr Greifarme produzieren. Die Frage ist jedoch, sind es genügend, dass sie bis ganz nach unten durchgehen? Und wir auch die letzten Maschinen hier mit Greifarmen versorgen können. Nicht ganz. Dann machen wir hier mal ein Update auf die nächstschnellere Maschine. Und vielleicht einen schnelleren Greifarm da. Was für einen Effekt hat das? Sind hier nur die letzten Maschinen, die wir nicht versorgen können? Zwei, vier, zwei. Vielleicht müssen wir auch hier schnellere Greifarme haben. Okay. Wenn wir hier Produktivität reinmachen,
Dann haben wir hier genügend von den Greifern. Aber vielleicht noch ein Update. Hier ran und da kommt zu wenig Eisen durch. Dann machen wir hier doch ein bisschen mehr Produktivität rein. Dann können wir mehr Eisenzahnräder produzieren für den gleichen Konsum an Eisen. Und das sollte dann dazu, ja, zumindest einmal hat das die letzte Maschine nun die Einfahrt bekommen. Und nun sieht es so aus, als ob wir bei den Förderbändern hier zu wenig produzieren. Machen wir das hier dann auch noch so. Hier ein schnelleres Förderband, denn hier können wir einfach zu wenig schnell rausknicken für die Geschwindigkeit, in der wir produzieren. Und unsere Greifarme stauen sich, das heißt, all unsere Maschinen produzieren hier. Und wir haben immer noch zu wenig, aber wir sehen zumindest einige von unseren Laboren sind hier am Laufen und es ist fast ein volles halbes Band, das wir hier haben. Das heißt, das, was wir dann hier vielleicht machen, ist ein bisschen Produktivität reingeben, dass wir mehr Flächen rausbekommen. Und die Greifarme sind wieder aufgebraucht. Ja, jetzt haben wir genügend rote. Wunderbar. Wenn wir jetzt die Produktion anschauen, rot, da sind wir über 240 die Minute. Bei den blauen sind wir knapp darunter, bei den gelben sind wir einiges darunter. Aber die anderen Flächenfarben, die müssen wir uns ein andermal anschauen, denn diese Folge ist schon wieder lange genug. Drum gibt es einen nächsten Teil. Bis dann und tschüss!